Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir fragen heute die Karten, was denkt dein Wunschpartner, dein Gegenüber seit eurem letzten Kontakt oder auch Treffen? Schau bitte immer, ob du in Resonanz damit gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. Okay, dann schauen wir mal, was da zurückgeblieben ist seit eurem letzten Kontakt bei deinem Gegenüber. So, was haben wir hier? Du bist sehr nah, deine Ziele zu erreichen. Ja, das, wir sehen jetzt natürlich auch nochmal in den anderen Karten, wie das genau gemeint ist. Aber ich nehme jetzt in Bezug auf diese Frage wahr, dass er sich quasi näher zu dir fühlt seit eurem letzten Kontakt. Vielleicht hast du auch das Gefühl, das war ein sehr positiver Kontakt oder ein sehr positives Treffen. Wow, guck mal, und hier haben wir auch schon die Wege mit Herz, ja. Das heißt, im Endeffekt habe ich das Gefühl, dass seit eurem letzten Kontakt bei ihm das Herz erweicht worden ist. Das heißt, er mehr aus der Herzgegend heraus die Sache jetzt betrachtet zwischen euch. Und genau, bevor wir mit dem Tarot anfangen, möchte ich noch eine Engel der Liebe-Karte ziehen. Dann schauen wir nochmal, was wir da für eine Botschaft bekommen. Okay, und hier haben wir Befreie dich. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Und da nehme ich tatsächlich wahr, dass vielleicht hier in der ganzen Zeit eine Hürde zwischen euch war. Das heißt im Endeffekt, vielleicht ist dein Wunschpartner noch vergeben oder er leidet unter Süchten, ja. Irgendetwas, was da sabotierend in eurer Verbindung in der Vergangenheit war, ist er jetzt durch euren letzten Kontakt so quasi wie so ein Schalter umgeschaltet worden, sodass er jetzt darüber nachdenkt, sich von irgendetwas zu befreien, damit der Weg eben auch freigemacht wird für euch, für eure Herzensangelegenheit, für eure Verbindung, für eure Nähe. Denn die Wege mit Herz, die sind hier jetzt der Wunsch deines Wunschpartners oder deines Gegenübers. Und da schauen wir jetzt auch nochmal näher rein in die Tarotkarten. Okay. Dann schauen wir mal. Also, wir haben hier die 8 der Schwerter. Ich werde jetzt 6 Karten ziehen, die wir dann auch nochmal abklären. Also, wir haben die 8 der Schwerter, die 6 der Kelche. Ich habe hier auch schon das Gefühl, hier ist die Blockade da, von der er sich befreien möchte. Aber da komme ich jetzt gleich dazu. Ich möchte jetzt erstmal die 6 Karten fertig mischen. Dann haben wir hier die 10 der Münzen noch. Die 10 der Stäbe. Da hat sich noch eine umgedreht. Wow, guck mal, an der Unterseite haben wir den Magier. Also hier ist wirklich jemand bereit und darunter noch das Ass der Kelche. Das kann ich auch noch mal rauslegen. Also hier ist wirklich jemand bereit, jetzt die nötigen Schritte zu unternehmen. Ja, ich nehme hier auch ganz klar wahr, von was sich hier befreit werden möchte. Ja, also wie gesagt, es können irgendwelche Kindheitserinnerungen tatsächlich sein, ja. Es kann, wie gesagt, auch noch eine andere Partnerin da sein, wo noch ein Band zu einer Vergangenheit besteht. Ja, das kann durchaus auch sein. Aber eben auch sehr, sehr gut kann es einfach sein, dass es irgendwie schlechte Kindheitserfahrungen da vorgefallen sind. Dadurch hat er sich die ganze Zeit selber sabotiert, ja. Und er hat jetzt aber nach eurem letzten Kontakt tatsächlich gemerkt, er möchte diesen Weg nicht mehr so gehen, wie es vielleicht bisher war, sich nicht mehr selber im Wege stehen, weil er nämlich ganz genau weiß, dass dadurch auch Dinge einfach in eine falsche Richtung laufen können und er sich damit eben auch selber schadet, nicht nur euch beiden, sondern auch primär sich selber damit schadet. Und das ist hier so in dieses Bewusstsein hier jetzt gerutscht bei deinem Gegenüber, dass er sich jetzt hier von irgendeiner Blockade einfach befreien möchte, sei es ein physischer Mensch, ja wirklich, oder eine Situation einfach auch, oder wirklich einfach auch eine emotionale Erinnerung, die ihn bis hierhin festgehalten hat, ja, in irgendeinem Stillstand auch gehalten hat. Aber durch euren letzten Kontakt ist hier sehr viel mit seinem Herzen geschehen im positiven Sinne und er ist da tatsächlich jetzt auch wirklich motiviert, die nötigen Schritte zu unternehmen. Lass uns mal, nee, das machen wir gleich. Ich komme jetzt erstmal zu den 6 der Münzen. Also hier nehme ich auf jeden Fall wahr, dass hier das einfach auch nochmal in den Ausgleich gebracht werden möchte. Schau mal, er ist jetzt wirklich auch bereit, das alte Ufer, ja, mit all den alten Verletzungen oder schmerzhaften Erfahrungen jetzt einfach mal hinter sich zu lassen und jetzt wirklich mal die Zügel in die Hand zu nehmen und die nötigen Schritte auch unternimmt, um jetzt hier auch mal seinen Input in eure Verbindung zu geben. Also mir scheint es so, dass der letzte Kontakt sehr viel bei deinem Gegenüber bewirkt hat, im positiven Sinne.
Und wie gesagt, wenn du jetzt sagst, du hast auch genau das gleiche Gefühl gehabt, ja, seit eurem letzten Treffen oder Kontakt, dass das ein wundervoller Kontakt einfach auch war, du bist da mit einem guten Gefühl rausgegangen, dann habe ich auch das Gefühl, ist das hier deine Legung. Weil, schau mal hier, wir haben hier die 5 der Kelche mit der Herrscherin an der Unterseite. Du hast hier so einen bleibenden Eindruck bei deinem Gegenüber hinterlassen, ja. Du scheinst so wirklich so... Er sieht dich mit so tollen Augen, so nährend, so eine, sagen wir mal, so eine Person, die einfach, zu der man vielleicht sogar auch hinaufschaut, ja, weil man diese Person, die ist einfach zu wertvoll, in dem Falle du, um das aufs Spiel zu setzen, nur irgendwie durch blöde emotionale oder Erfahrungen, die ihn noch als Band so wirklich festhalten, ja, und das macht ihn hier auch total traurig, dass er sich hier zurzeit noch selber im Weg steht, eben auch wirklich sich etwas Stabiles mit dir gemeinsam aufzubauen, ja, und deshalb hier eben auch, habe ich das Gefühl, ist dieser Schalter hier umgeschaltet worden bei deinem Gegenüber, dass er jetzt einfach auch mal wirklich hier das alte Ufer verlassen möchte und eben ins neue Ufer gehen möchte. Irgendwie so wirklich ein ganz neues Kapitel starten möchte und weil er irgendwie selber die Nase voll hat, dass sich vielleicht gewisse Dinge wiederholt haben auch, ja. Lass uns nochmal auf die 10 der Stäbe schauen. Ja, guck mal, das passt wie die Faust aufs Auge und genau das ist das, ja. Das bestätigt nochmal das, so alte, schmerzhafte Erfahrungen, die ihn hier die ganze Zeit im Ego gehalten haben, ja. Dadurch konnte er überhaupt nicht diesen Zugang zum Herzen empfinden, ja. Und da von dieser Last möchte er sich jetzt definitiv befreien. Er möchte jetzt quasi, ne, das Ende ist jetzt quasi in Sicht von diesen, sich sabotieren zu lassen, euch zu sabotieren. Das möchte er jetzt hier befreien, Vergangenheit, Vergangenheit lassen und wirklich den Knopf auf Reset drücken und eben mit dir gemeinsam an dieses neue Ufer zu gehen. Ja, schau mal, und dann haben wir hier das Ass der Münze. Das ist ja eine super tolle Legung. Also hier ist wirklich, oh, guck mal hier, wir haben noch die Kraft hier. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und an der Unterseite den Turm. Ja, also hier dieser Mensch, der möchte, wir haben eben gesehen, du warst an der Unterseite als Herrscherin da, ja. Er möchte jetzt wirklich in die Kraft kommen. Er kann das sich, glaube ich, nicht verzeihen, wenn er so eine tolle Person wie dich gehen lässt oder ziehen lässt oder dass jemand anderes dich wegschnappt. Das kann er tatsächlich nicht mit sich vereinbaren. Und ich habe das Gefühl, bei ihm ist jetzt wirklich das Fass voll, weil er jetzt wirklich spürt, wenn er jetzt noch ein bisschen länger wartet, dann... Die Zeit reicht dafür nicht mehr. Ich habe sogar das Gefühl, hier ist eine sehr schnelle Energie drin, dass das hier sehr zeitnah passieren wird, dass er für sich diesen Entschluss hier auch sehr schnell fassen wird, ja. Weil er möchte jetzt einfach Stabilität bei euch beiden reinbekommen, ja. Er hat jetzt irgendwie auch verstanden, was waren die Hindernisse in der Vergangenheit. Er hat verstanden, dass er da einen großen Anteil eben dran getragen hat, dass es nicht so gelaufen ist zwischen euch. Und er möchte eure Verbindung jetzt auch tatsächlich nicht nur... in seinen Gedanken und Gefühlen erleben, ja, er möchte das tatsächlich auch in der physischen Welt mit dir leben. Also das heißt, das, was er sich jetzt vornimmt, möchte er jetzt auch wirklich umsetzen. Denn hier, schau mal, die Gefühle sind da. Er sieht einfach diese Riesenchance zwischen euch beiden, weil die Gefühle einfach auch da sind zwischen euch beiden. Also dein Gegenüber, der hat hier tiefe Gefühle und durch euren letzten Kontakt habe ich das Gefühl, ist ihm das nochmal sehr, sehr bewusst geworden, ja, dass eben die Gefühle stark sind, dass diese Verbindung sehr stark ist und dass er sich das selber nicht verzeihen könnte, wenn er dem eben entsprechend im Wege steht und es dadurch kaputt gehen kann. Genau. Lass uns noch zum Abschluss eine Liebesbotschaft ziehen. Ups. Da haben wir das Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Also was ist das denn hier heute für ein Orakel? Oh mein Gott, das ist ein wunderschönes Orakel. Ja, da ist jemand richtig wach geworden. Und ihr beide, also du auch, kannst hier mit einem Wunder rechnen, mit einer großen Veränderung. Denn diese große Veränderung passiert gerade im Inneren deines Gegenübers. Und du wirst da sicherlich, wenn du jetzt hier mit in Resonanz gehst, sehr bald auch in der physischen Welt oder wenn ihr Kontakt habt oder Treffen habt oder auch die Wortwahl, die
ihr miteinander austauscht, wirst du auch eine ganz starke Veränderung bald sehen, ja? Super schönes Orakel, super tolle Entwicklung. Deshalb wünsche ich mir sehr, dass du damit in Resonanz gehst. Und genau, wenn dir das Reading gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder auch Abo. Und dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende und wir hören uns ja sicherlich nochmal am Wochenende. Dann macht's gut, gell? Tschüss!